Hallo, Fabian hier. Willkommen zu Teil 2 meines Videos, in dem ich einen kurzen Überblick über Ethereum gebe. Hier soll es jetzt um das Metropolis Update gehen, beziehungsweise Byzantium und Konstantinopel. Das sind die beiden Unterteilungen dieses Updates quasi und wir werden uns das jetzt alles mal im Detail anschauen. In Teil 1 dieses Ethereum Updates hatte ich über Raiden geredet und das auch mal vorgestellt, denn Raiden ist noch nicht sehr bekannt, aber eine sehr große Änderung. Falls du das Video verpasst hast, schau es dir doch hier oben gerade mal an. Ansonsten machen wir jetzt weiter im Programm und vielleicht beginnen wir hier doch mal ein bisschen bei Adam und Eva, denn ich habe jetzt ja Zeit gewonnen, dadurch, dass ich das geteilt habe. Wie ist Metropolis überhaupt einzuordnen? Also es gab bei Ethereum von Beginn an eine sehr klare Roadmap. Die erste Version, als Ethereum anfing, das wurde Frontier genannt. Das haben wir natürlich schon lange durch, denn wir befinden uns jetzt in dem Homestead genannten Status. Und als nächstes kommt jetzt eben Metropolis, was unmittelbar bevorsteht bei der aktuellen Blockgeschwindigkeit, also der Block ist festgesetzt, in dem der Hardfork erfolgt, werden wir das wahrscheinlich am 17. Oktober, wenn mich nicht alles täuscht, dann auch auf dem Mainnet haben. Nur um das noch zu vervollständigen, die Roadmap, die es schon von Anfang an gab, endet mit Serenity. Das soll so quasi der Endzustand von Ethereum sein, den Vitalik Buterin von Anfang an geplant hatte. Und wenn wir ein ähnliches Tempo weiterhin vorlegen, rechne ich mit diesem vorläufigen Endstatus, also dem Ende der ursprünglichen Roadmap, dann in 2018 noch. Ja, was beinhaltet nun Metropolis bzw. seine erste Stufe, die Byzantium, also Byzanz, sein wird? Byzantium ist das, was wir demnächst auf dem Mainnet haben werden. Also das ist das, was beim Hardfork jetzt erstmal eingeführt wird. Und Byzantium beinhaltet ZK-Snarks als Verifikationsmethode für Transaktionen. Das basiert auf der Zero-Knowledge-Proof-Technologie. Werde ich gleich ganz kurz anschneiden. Ist natürlich ein sehr technisches Thema. Und wir werden auch endlich, sage ich mal, Verbesserungen bei Smart Contracts sehen. Das hat sich ja als sehr, sehr zentraler Bestandteil von Ethereum herauskristallisiert mit den ganzen ICOs. Auch wenn die jetzt aufgrund der ganzen Bans ein bisschen abebben werden. Aber es werden also jetzt flexiblere und vor allen Dingen auch robustere Smart Contracts versprochen und die Smart Contracts, wie gesagt, im Moment das zentrale Verkaufsfeature von Ethereum, wenn man so will, sozusagen. Und deshalb werden wir da auch noch mal einen Blick drauf werfen. Natürlich gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer Änderungen. Bevor wir also zu diesem Byzantium-Paket kommen, die Frage kommt natürlich auf: Okay, was macht dann Konstantinopel noch? Konstantinopel wird die Umstellung auf den Proof of Stake, Proof of Work Hybrid, der sich jetzt aktuell vorgestellt wird, einführen und natürlich zusätzlich dann Bugfixes beinhalten, sollten irgendwelche Bugs jetzt mit Byzantium eingeführt werden. Was ist nun also Zero Knowledge Proof und dann auch noch zk-SNARK? Also wir haben ja Zcash, das ist eine anonyme Währung und die stellt ihre Anonymität von Transaktionen im Prinzip eben durch ZK-SNARK her. Das ZK, also ZK in ZK-SNARK, steht für Zero Knowledge. Und der Rest, jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken, denn das ist jetzt nicht die schönste Abkürzung. Zero Knowledge, Succinct, Non-Interactive, Argument of Knowledge. Also mal irgendwie frei übersetzt, ja, unwissender oder ohne Wissen, prägnanter, nicht interaktiver Beweis von Wissen. Was kann man sich darunter vorstellen? Das Grundproblem oder vielleicht ein Problem bei Ethereum ist ja, wir machen viel mit Smart Contracts, darauf soll da viel basieren, das sollen ja auch später Firmen untereinander nutzen und so ein Smart Contract führt sich ja aus. Also der ist so aufgebaut, es gibt halt eine Bedingung auf der einen Seite, dann hält dieser Smart Contract quasi die entsprechende Zahl an Ether, also was da als Gegenwert vereinbart wurde. Und wenn die andere Partie die Leistung eben erbringt, wird
der Everest ausgezahlt. Man kann das natürlich vollkommen transparent machen, dann wäre aber das Problem, wenn es sich dabei um für eine Firma handelt, die den Smart Contract gemacht hat, die will, sagen wir, irgendein Forschungsergebnis geliefert bekommen. Und wenn der andere muss ja beweisen, dass er eben fertig ist, dann erst bekommt er seine Auszahlung. Und wenn er für diesen Beweis eben das Produkt quasi vorlegen muss, transparent auf der Blockchain, können ja Konkurrenten die Forschungsergebnisse einfach stehlen, theoretisch. Man muss also einen effizienten Weg haben, wie man ohne die Geheimnisse zu verraten oder ohne sein Wissen zu verraten, zeigen kann, dass man die Lösung gefunden hat oder die Bedingung des Smart Contracts erfüllt hat. Und genau darum geht es bei den Zero Knowledge Proofs. Es läuft halt so ab, ich habe die komplette Lösung von einem Problem gefunden. Zunächst wird diese Lösung nun einmal mathematisch transformiert. Einfach damit sie nicht mehr klar lesbar vorliegt. Die Lösung ist jetzt quasi verschlüsselt. Und was ich jetzt gegenüber der anderen Partei mache, ist, ich zerlege meine Gesamtlösung. Wenn wir uns jetzt sowas wie ein Kreuzworträtsel oder ein Sudoku vorstellen, in Teillösungen, das heißt in einzelne Worte oder einzelne Zeilen mit Zahlen, und zeige der anderen Partie jetzt immer nur transformierte Teillösungen als Beweis, dass ich eine Gesamtlösung besitze. Und was jetzt gemacht wird, es werden halt mehrere Teillösungen überprüft. Und wenn ich mehrere Teillösungen besitze, dass ich die errate, ohne die Gesamtlösung zu haben, zufällige, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. Ich verlinke mal unten einen Artikel, der das auch probiert zu erklären, der das sicher deutlich besser erklärt. Für uns hier als Leute, die, denke ich, eher am Investieren interessiert sind, ist nun die Frage, was für einen Nutzen hat das? Naja, A macht das auch für Normalos, also es wird eine optionale Variante sein. Zcash, diese anonyme Währung, die funktioniert nur so. Bei Ethereum wird es wohl eine Option werden, dass wenn ich auch Geld an jemand anderen überweisen will, wahrscheinlich gegen eine höhere Gebühr oder man weiß es nicht, wie es ablaufen wird, eben auch diese ZK-SNARK-Methode nutzen kann und damit eine anonyme Überweisung gemacht habe. Was aber, denke ich, noch wichtiger ist, denn anonyme Währungen haben wir genug, ja, Dash, Monero, Zcash, Zencash, bla bla bla, ist die Sache mit den Smart Contracts, dass eben, wenn ich einen Vertrag eingehe mit einer anderen Partei, das eben wirklich vertraulich bleibt. Also außer mir und dem anderen wird dann niemals jemand die Lösung kennen, weil sie eben entsprechend geschützt ist. Und das macht natürlich die ganze Smart Contract Technologie dann auch wirklich für Unternehmen attraktiv, denn Geschäftsgeheimnisse müssen immer geschützt sein. Zu der Verbesserung von Smart Contracts, was natürlich sehr zentral ist, denn Ethereum ist eben die Plattform, die sich durch Smart Contracts auszeichnet. Es werden für Programmierer zwei neue Funktionen zur Verfügung gestellt. Das ist das, was ich finden konnte. Einmal Revert, was einem, wie der Name schon nahelegt, und dann ermöglicht, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, zu einem Schritt oder zu einem vorherigen Zustand des Smart Contracts zurückzukehren, wenn also irgendetwas schief ging. Das ist sicher eine gute Lösung, denn momentan gab es laut der Erklärung, die ich gelesen habe, nur eine, durch die eben das komplette Gas, das mit dem Smart Contract verknüpft war. Das läuft ja so, wenn ich so einen Smart Contract ausführen lassen will, ich muss für die Rechenleistung bezahlen, dafür wandle ich einen Teil von dem Ether, von meinem Ethereum, in Gas um und bezahle dann die Rechenleistung mit diesem Gas. Und das hatte man eben alles verloren im Moment, weil man den Smart Contract im Endeffekt nur, sagen wir mal, hart zurücksetzen konnte. Und die nächste Funktion nannte sich, glaube ich, Return Data. Da habe ich jetzt keine weiteren Erklärungen gefunden, was da sein wird. Aber klar ist, wenn Programmierer eben mehr Möglichkeiten erhalten in der Ausgestaltung dieser Smart Contracts, dann verbessert das das ganze System.
Von daher auch eine sehr positive Nachricht. Und wenn ich alles richtig verstanden habe, kommt schon mit bei Zentium am Ende. Der genaue Startzeitpunkt dieser Sache steht wohl noch nicht fest. Der Proof of Stake ein bisschen, jeder hundertste Block soll dann Stand jetzt wohl scheinbar per Proof of Stake und nicht mehr per Proof of Work erzeugt werden. Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar kleinere Änderungen, wie bei jedem Update. Also wir haben natürlich wieder Bugfixes. Wir haben auch, ich kann das nicht beurteilen, können sicher die meisten von uns nicht. Angeblich wird Ethereum mit Metropolis dann auch gesichert gegen Angriffe durch Quantencomputer. Da hat man sich wohl auch eine Lösung überlegt. Alles in allem würde ich sagen, ist Metropolis dann schon ein enormer Schritt vorwärts, insbesondere wenn wir dann Konstantinopel sehen. Wir also einen deutlichen Schritt Richtung Proof of Stake machen. Proof of Stake, die Idee ist halt einfach auch, dass man mit Proof of Stake einen Haufen Probleme der Skalierbarkeit lösen kann, denn Mining ist natürlich einfach viel ressourcenintensiver. Und wenn ich meine Blöcke durch Mining bei immer steigender Schwierigkeit erzeugen will, ist das natürlich irgendwo ein Flaschenhals. Während man sagen muss, dass bei Proof of Stake wird quasi Mining nur noch virtualisiert oder simuliert, wie auch immer man es sehen will. Was natürlich ein sehr eleganter Weg ist, der aber technisch wohl relativ anspruchsvoll ist, insbesondere dann natürlich in Hinsicht Sicherheit des Netzwerks, also wie lassen sich noch Attacken verhindern. Bei Proof of Work ist das ja eine sehr offensichtliche Sache, einfach mit der Rechenleistung, die man hat, um das Netzwerk zu schützen. Alles in allem einfach, denke ich, eine sehr interessante Zeit hier für Ethereum, um da dabei zu sein, nachdem wir natürlich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres diesen großen Breakout hatten, der Ethereum wirklich auf die Landkarte gebracht hat, der Kryptoszene. Und es sieht so aus, als würde sich die ganze Sache eben doch in einem deutlich höheren Tempo als bei Bitcoin weiterentwickeln. Und da bin ich auch froh drum. Man muss insbesondere, denke ich, froh sein, dass wir eben, also Satoshi Nakamoto ist ja irgendwann verschwunden. Dadurch hat die Bitcoin-Community ja keine natürliche Führungsfigur mehr. Dadurch gibt es da sehr viele Richtungsstreits und das behindert einfach die Entwicklung von Bitcoin ungemein, meiner Sicht. Bei Ethereum haben wir dieses Problem noch nicht. Es gibt die Roadmap von Vitalik Buterin, die geht wie gesagt noch bis Serenity, also noch ein großes Update weiter. Und im Moment macht er auch nicht den Eindruck, als würde er sich zurückziehen oder die Öffentlichkeit scheuen. Von daher habe ich da große Hoffnung und ich halte das einfach halt für einen sehr, sehr wichtigen Faktor, der Bitcoin im Moment Probleme bereitet. Deswegen denke ich auch, der Hardfork, über den sowas eingeführt werden muss, ist hier bei Ethereum nicht problematisch, denn natürlich geht das Ganze jetzt hier von Vitalik Buterin aus und die Ethereum-Community ist, denke ich, bereit, ihm zu folgen. Also wir werden hier keine Probleme haben, großen Konsens von weit über 90% zu erreichen. Und wem die Änderungen zu Proof of Stake, die sich abzeichnen, nicht passen, der wird zu Ethereum Classic gehen. Denn bei Ethereum Classic wurde schon geäußert, dass man da beim Proof of Work bleiben wird. Also es wird keine weitere Teilung von Ethereum mehr geben. Das sehe ich nicht. Ja, ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat, dass dir geholfen hat, dass ich ein paar Sachen aufklären konnte. Wenn dem so war, abonniere meinen Channel, like das Video und teile es mit Freunden und Bekannten, die sich für Kryptowährungen interessieren oder interessieren sollten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.